Hallo zusammen. Beim letzten Mal haben wir schon angefangen, über das Phänomen der moralischen Kontingenz zu sprechen. Das heißt, es geht um dasjenige Phänomen, auch Moral Luck genannt im Englischen, das vorliegt, wenn wir jemanden für das, was er getan hat, moralisch verantwortlich machen, auch wenn das, was er getan hat, von Bedingungen abhängt, auf die er eigentlich keinen Einfluss gehabt hat. Als das Beispiel, an dem wir es beim letzten Mal erläutert haben, war, wenn jemand mit zu hoher Geschwindigkeit durch irgendeinen Ort rast, dann kann er einfach nur ein Raser sein oder er kann ein Mörder werden. Ob er aber einfach nur zu schnell fährt oder ob er wirklich ein Mörder ist, das hängt nicht von irgendetwas ab, was dieser Mensch tut. Das hängt von irgendwelchen zufälligen anderen Ereignissen ab, die er nicht kontrollieren kann. Es entzieht sich seinem Einfluss. Wieso? Das ist jetzt die Frage, um die der ganze Aufsatz bei Nagel kreist. Wieso machen wir ihn denn dann für das verantwortlich, was er getan hat, wenn er doch eigentlich für das, was er getan hat, nichts konnte? Heute schauen wir uns das Phänomen der moralischen Kontingenz ein bisschen näher an. Dazu müssen wir erstmal gemeinsam mit Nagel vier verschiedene Typen von moralischer Kontingenz voneinander abgrenzen. Da haben wir zum einen die Kontingenz der inneren Konstitution. Also das ist die Kontingenz, die darauf beruht, was für eine Art von Mensch man ist. Also welche Neigungen man hat, welche Talente, welche Charaktereigenschaften, was für eine Persönlichkeit und so weiter und so fort. Nummer zwei ist die Kontingenz der Umstände. Also in welche Situationen man hineingerät, in welcher Zeit man lebt, in was für einem Land man lebt oder aus welcher sozialen Schicht man stammt und so weiter und so fort. All diese Faktoren, die ja, die Szenerie meines Lebens bestimmen, fallen in die zweite Form der Kontingenzen. Punkt Nummer drei ist die Kontingenz der Ursachen. Also welche Faktoren unser Handeln bestimmen oder motivieren, also diejenigen Antriebsfedern meines Handelns. Punkt Nummer 4 ist die Kontingenz der Folgen, also ja, wie unsere Handlungen letzten Endes ausgehen, was am Ende hinten rauskommt, um es mit Helmut Kohl zu sagen, was also passiert als Ergebnis, als Konsequenz unserer Handlungen, worauf auch wir hier keinen Einfluss haben. So, diese vier verschiedenen Typen von Kontingenzen sind nicht so unbedingt super klar voneinander abgrenzbar. Es ist öfters mal eingewandt worden, dass zwischen Punkt 2 und Punkt 3 eigentlich kein signifikanter Unterschied besteht. Und in der Tat, Nagel scheint auch die beiden eher so miteinander zusammenzufassen. Also eigentlich hätten wir es hier nur mit drei Arten von Kontingenzen zu tun. Also Kontingenzen der handelnden Person, Kontingenzen der Handlungsgründe und Kontingenzen der Handlungskonsequenzen. So, das gemeinsame Problem, das hinter allen diesen Arten von Kontingenzen steht, lautet, sie alle deuten darauf hin, also wenn es solche Kontingenzen gibt, dann deutet das darauf hin, dass es keinen Grund gibt, Menschen zu loben oder zu kritisieren für das, was sie tun, weil praktisch alle Handlungen in irgendeiner Hinsicht kontingent sind. Im Grunde unterliegt gar nichts so sehr unserer Kontrolle, dass wir dafür verantwortlich gemacht werden können. Schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen diese verschiedenen Formen von Kontingenzen an. Wir fangen an mit der Kontingenz der Konsequenzen. Das ist die Kategorie, aus der wir bisher auch die meisten unserer Beispiele genommen haben. Also zum Beispiel ja, der Autofahrer, der keinen Einfluss darauf hat, ob er mit seinem Fahrverhalten am Ende jemanden tötet oder nicht. Andere Beispiele, die Nagel auch nennt und die eigentlich auch nur dazu dienen, diesen Punkt nochmal ein bisschen mehr zu illustrieren, sind ja ein Künstler, der Frau und Kinder verlässt, um sich ganz der Malerei zu widmen. Wenn dieser Künstler ein weltberühmter Maler wird, dann wird man ihn vermutlich anders beurteilen, als wenn er einfach nur erfolglos bleibt. Wie das seine Frau und seine Kinder sehen, weiß ich nicht. Anderes Beispiel, ein LKW-Fahrer, der vergisst, seine Bremsen rechtzeitig zu inspizieren. Wenn dieser LKW-Fahrer einen Unfall baut und dabei Menschen zu Schaden kommt, dann wird er sich wahrscheinlich Vorwürfe machen, weil er fahrlässig gehandelt hat. Und auch andere werden ihm dieselben Vorwürfe machen. Wenn er hingegen keinen Unfall baut, dann wird er sich wohl auch keine Vorwürfe machen. Obwohl er natürlich nicht weniger fahrlässig gewesen ist. Es ist nur einfach nichts passiert. Aber dass nichts passiert ist, kann er sich nicht selbst zuschreiben. Oder, was Nagel auch noch nennt, versuchter Mord wird weniger schwer bestraft als ein tatsächlicher Mord. Nagel spricht jetzt hier aus dem US-amerikanischen Rechtssystem, wo die Sache ein bisschen anders ist. In Deutschland ist es prinzipiell eher so, nach meinem laienhaften juristischen Verständnis, dass Mordversuche und vollzogene Morde mit der gleichen Strafe bewährt sind. Aber in Zweifelsfällen fragen Sie da besser Ihren Anwalt. Nagel sagt, der versuchte Mord wird weniger schwer verurteilt als der vollzogene Mord, auch wenn natürlich der Misserfolg
des Versuchs auf Faktoren zurückzuführen wäre, auf die der Möchtegern-Mörder gar keinen Einfluss hat. Und schließlich gehört auch noch in diese Kategorie der Kontingenz der Konsequenzen der große Bereich der Entscheidungen in Ungewissheit. Entscheidungen in Ungewissheit liegen dann vor, ja, wenn wir in dem Moment, wo wir uns zum Handeln entschließen, noch nicht absehen können, was die Konsequenzen unseres Handelns sein werden. Das Beispiel, das Nagel hier breit zitiert, ist das des Münchner Abkommens von 1938. In diesem Abkommen, das wissen Sie vielleicht aus dem Geschichtsunterricht, hat der britische Premier Chamberlain sich bereit erklärt, Hitler das Sudetenland zu überlassen, also einen Teil der Tschechoslowakei war es damals noch, ja, der Tschechoslowakei, zu annektieren, um einen Krieg zu vermeiden. Also Chamberlain wollte es damals 1938 noch nicht auf den Krieg ankommen lassen, bloß um des Sudetenlands willen. Wäre jetzt Hitler kurz darauf gestorben, sagt Nagel, und der Zweite Weltkrieg wäre dementsprechend niemals ausgebrochen, dann würden wir heute den Chamberlain loben, weil es ihm gelungen ist, die Krise zu entschärfen und einen europäischen Krieg zu vermeiden. Aber so wie die Dinge wirklich geschehen sind, dass also nur kurze Zeit darauf wirklich der Zweite Weltkrieg ausbrach, war dieselbe Handlung offensichtlich ein Akt der Feigheit. Und Chamberlain muss sich vorwerfen lassen, dass er Hitler nichts entgegengesetzt hat, als er noch die Gelegenheit dazu hatte. Also, im Moment der Entscheidung war es für Chamberlain noch vollkommen unklar, ob er das Richtige tut oder das Falsche tut. Das hat sich erst im Lauf der Jahrzehnte herausgestellt. Nagel formuliert das so, er sagt, man ist hier versucht zu wähnen, dass es in allen diesen Fällen bereits im Lichte dessen, was zu dem jeweiligen Zeitpunkt bekannt ist, einfach möglich sein muss, irgendeine Entscheidung zu treffen, die auch unabhängig davon, wie die Dinge ausgehen, gegen moralische Vorwürfe immun bliebe. Das ist jedoch schlicht nicht wahr. Was jemand begangen hat, hängt nunmehr davon ab, welche Wendung die Ereignisse nehmen werden. Also es ist nicht bloß die Bewertung dessen, was man tut, sondern auch, was man überhaupt getan hat, was erst im Lauf der Zeit entschieden werden kann. Ob man, platt gesagt, ein Terrorist oder ein Freiheitskämpfer ist, das hängt ganz entscheidend davon ab, ob man Erfolg hat mit dem, was man tut oder nicht. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Kontrollierbarkeitsbedingung, von der wir beim letzten Mal gesprochen haben. Kontrollierbarkeitsbedingung, das heißt, wir sind nur verantwortlich für diejenigen Handlungen, die auch unserer Kontrolle unterliegen. Hält man jetzt an dieser Kontrollierbarkeitsbedingung fest, und intuitiv ist diese Bedingung sehr, sehr plausibel, hält man an der Kontrollierbarkeitsbedingung fest, dann sind all diese Beispiele absurd. Wir haben ja nicht die Kontrolle über den endgültigen Ausgang dessen, was wir tun. Also die endgültigen Konsequenzen unseres Handelns liegen nicht mehr in unserer Macht. Wir können eine Kette von Ereignissen starten, die sich aber dann unserem Zugriff entzieht. Wie kann man denn dann jemanden verantwortlich machen, nicht nur für das, was er selbst tut, sondern auch für den Anteil, den das Schicksal oder der Zufall oder sonst irgendwas am weiteren Verlauf der Ereignisse haben? Wäre man dann eigentlich, wenn man die Kontrollierbarkeitsbedingung ernst nimmt, gar nicht mehr für irgendetwas verantwortlich? Ein möglicher Ausweg, den Nagel hier skizziert, bestünde vielleicht darin zu sagen, na, der Gegenstand der Bewertung, das ist eben einzig und allein so etwas wie die, Nagel sagte so, moralisch essentielle Kern der Handlung, also der moralisch essentielle Kern der Handlung, der rein subjektive Akt der Entscheidung, sodass wir von allen Konsequenzen vollständig absehen. Also nehmen Sie nochmal unser Autofahrerbeispiel mit dem Raser oder Mörder. Wir würden in diesem Beispiel immer nur den Entschluss kritisieren, zu schnell zu fahren. Egal, ob jemand dabei umkommt oder nicht. Und wir würden diesen Entschluss immer im gleichen Maße kritisieren. Also einfach nur zu schnell zu fahren und nichts passiert, wäre genauso verwerflich wie zu schnell fahren und dabei jemanden umbringen. Das wäre ein Ausweg, aber das geht natürlich vollständig gegen unsere moralischen Intuitionen. Ein Autofahrer, der einen Fußgänger tötet durch sein zu schnelles Fahren, der ist für etwas viel Schlimmeres verantwortlich als der, der einfach nur zu schnell fährt. Unser moralisches Empfinden lässt es nicht zu, dass wir die faktischen Konsequenzen außer Acht lassen. Also auch wenn uns das irgendwie vernünftig erscheint, hier die Konsequenzen aus der moralischen Bewertung auszuklammern, wir kriegen es einfach nicht hin. Wir können einfach nicht gegen diese starke moralische Intuition anrennen. Die nächste Form der Kontingenz, auf die Nagel eingeht, das ist die Kontingenz der eigenen Konstitution, also die Kontingenz vor allen Dingen des Charakters, der Persönlichkeit.
und so weiter und so fort. Die Standardposition in der Ethik ist eigentlich die, dass man sagt, diese Eigenschaften sind für die moralische Bewertung vollkommen irrelevant, also sofern sie nicht unserer Kontrolle unterliegen. Natürlich, vielleicht hat man in gewisser Weise einen Einfluss durch Selbsterziehung darauf, was man so für Charaktereigenschaften hat, aber im Wesentlichen sind wir nicht verantwortlich für unseren Charakter, der entzieht sich unserer Kontrolle. Deswegen ist es nicht relevant, was für einen Charakter man hat, wenn es um ethische Bewertungen geht. Also die eigenen Freunde zu betrügen, ist beispielsweise gleichermaßen verwerflich, egal ob man eigentlich eine ehrliche Haut ist und das jetzt nur eine einmalige Ausnahme war oder so etwas, oder ob man ein notorischer Lügner ist, der das ständig tut. Die Verwerflichkeit bleibt die gleiche. Trotzdem, sagt jetzt Nagel aber, wir bewerten ja Charaktereigenschaften moralisch. Es ist nicht so, dass wir Charaktereigenschaften nur einfach, sagen wir mal, pragmatisch als besser oder schlechter bewerten, sondern wir haben ein moralisches Urteil über diese Charaktereigenschaften und nicht nur über die Handlungen, die aus ihnen folgen. Also arrogant oder grausam zu sein beispielsweise, das ist bereits in sich selbst schlecht. Wer grausam ist, der hat eine Neigung, andere Menschen zu verletzen oder ihnen Leiden zuzufügen oder auch ihr Leiden zu ignorieren oder so etwas. Und oft wird ein grausamer Charakter auch zu grausamen Handlungen führen, also Handlungen, die aus diesen Neigungen resultieren. Entsprechend werden wir diese Handlungen dann auch verurteilen, wenn jemand wirklich Grausames tut. Aber auch wenn es jetzt jemandem gelingt, der eigentlich vom Charakter her grausam ist, diese Impulse, grausam zu sein, zu unterdrücken, wenn er also niemals seinen grausamen Neigungen folgt, dann wäre es immer noch verwerflich, grausam zu sein. Es wäre immer noch etwas moralisch Schlechtes für diese Person, grausam zu sein, überhaupt diese Neigungen zu haben. Es ist also besser, gar kein Verlangen zu haben, als dieses Verlangen zu haben, grausam zu anderen zu sein und dann dagegen anzukämpfen. Auch wenn beides, das ist der wichtige Punkt, auch wenn beides auf der Ebene des beobachtbaren Verhaltens eigentlich gar keinen Unterschied macht. Also auch der Charakter und nicht nur die daraus resultierenden Handlungen sind Gegenstand moralischer Bewertungen. Aber, siehe Kontrollierbarkeitsbedingung von eben, wenn wir an dieser Bedingung festhalten, sollte das eigentlich nicht möglich sein. Denn wir haben keine Kontrolle über unseren Charakter. Kant würde diese Kritik akzeptieren. Kant würde jetzt sagen, ja, das ist vollkommen absurd. Wir haben die Pflicht, das Gute zu tun, also müssen wir das auch können. Das ist dieses berühmte Prinzip, sollen impliziert können. Nur das, was wir können, kann moralisch geboten sein. Also sie sind nicht verpflichtet, moralisch zu irgendetwas, was sie gar nicht tun können, logischerweise. Das heißt aber auch, also, wenn dieses Prinzip gilt, wir können immer das Gute tun, selbst wenn es gegen unseren Charakter ist. Es mag dann vielleicht schwieriger sein, aber prinzipiell möglich muss es immer sein. Also kann man einen Menschen auch nicht für seinen Charakter verurteilen. Oder der Charakter muss das Resultat bewusster Entscheidungen sein. Beides ist intuitiv nicht akzeptabel. Wir verurteilen Grausamkeit, wir verurteilen Arroganz und Eitelkeit, auch wenn wir keinen Einfluss auf unseren Charakter haben. Wir handeln also eigentlich gegen dieses Prinzip der Kontrollierbarkeit. Das gilt übrigens auch für positive Sachen. Also wir loben uns vor allen Dingen gerne uns selbst. Wir loben uns ganz gerne für unsere Leistungen, für das, was wir erreicht haben. Aber wir ignorieren dann natürlich gerne, dass diese Leistungen auf Faktoren beruhen, die jenseits unserer Kontrolle liegen. Also vielleicht sind wir besonders intelligent oder stark oder schnell oder was weiß ich. Und diese Eigenschaften ermöglichen uns natürlich besondere Leistungen, die uns auszeichnen und auf die wir stolz sind. Aber diese Eigenschaften sind auch irgendetwas, was wir uns nicht selbst zuschreiben können. Also wenn Sie das Glück haben, besonders intelligent zu sein und dadurch besonders gute Noten in der Schule zu kriegen oder was weiß ich was, ja, dann ist das schön für Sie, aber es ist ziemlich schwierig, davon einer eigenen Leistung zu sprechen, denn diese Intelligenz ist Ihnen ja letzten Endes in die Wiege gelegt worden, ohne dass Sie was dafür können. Nun zur dritten Kategorie, der Kategorie der äußeren Umstände, Kontingenzen der äußeren Umstände. Das umfasst jetzt alle Formen von, sagen wir mal, situationsbedingten Kontingenzen. Also es geht hier um das Phänomen, dass alle Werturteile, moralische Werturteile, die wir fällen, auf dem beruhen, was de facto der Fall ist. Wir berücksichtigen in unseren Werturteilen nicht, was der Fall hätte sein können. Also wie sich jemand verhalten hätte, wenn etwas anderes passiert wäre, das ist nicht Gegenstand unserer moralischen Bewertung. Wir bewerten, was Menschen tun, nicht was sie getan hätten, wenn sie was anderes getan hätten. Ganz einfach deswegen, weil, wenn man das philosophisch etwas hochtrabender formulieren möchte, weil kontrafaktische Konditionale keinen Wahrheitswert haben.
Ein kontrafaktisches Konditional ist einfach ein wenn x wäre, dann wäre y-Satz. Solche Sätze haben keinen Wahrheitswert, das heißt, sind weder wahr noch falsch. Simples Beispiel, an dem Sie sich das verdeutlichen können. Was wäre, wenn Boris Johnson und Angela Merkel Landsleute wären? Wären dann beide Deutsche oder wären dann beide Engländer? Auf diese Frage gibt es natürlich keine richtige Antwort, denn sofern nicht irgendetwas davon der Fall ist, kann man gar nicht sagen, was dann der Fall wäre. Beides ist sowohl richtig als auch falsch. Das heißt, auf diesen Satz gibt es keine richtige Antwort. Es gibt keinen Wahrheitswert, den ich dem Satz zuschreiben könnte. Wenn Boris Johnson und Angela Merkel Landsleute wären, dann wären beide Engländer. Das ist weder richtig noch falsch. So, also was heißt das für unsere moralische Bewertung dessen, was Menschen tun und nicht, was sie getan hätten? Das heißt, unser moralisches Urteil über eine Person hängt von den Zufälligkeiten der Geschichte ab. Von dem, was sie zufälligerweise getan haben, weil sie in der Zeit in den Umständen gelebt haben, unter denen sie mal gelebt haben, und nicht von dem, was sie getan hätten, wenn sie unter anderen Umständen gelebt hätten. Nagel illustriert das sehr schön, wenn er schreibt, ich zitiere jetzt mal hier eine etwas längere Passage, weil das Beispiel so einleuchtend ist. Ein in unserem Jahrhundert unübersehbares Beispiel für dieses Phänomen stammt aus dem politischen Leben. Der Durchschnittsbürger in Nazi-Deutschland hatte Gelegenheit, Widerstand gegen sein Regime zu leisten und sich damit heroisch zu verhalten. Er hatte auch die Möglichkeit, sich schlecht zu verhalten. Und den meisten Deutschen ist vorzuhalten, bei dieser Prüfung gravierend versagt zu haben. Es handelte sich allerdings um eine Prüfung, der sich die Bürger anderer Staaten gar nicht erst unterziehen mussten, was wiederum heißt, dass sich letztere faktisch einfach nicht schlecht verhalten haben. Selbst wenn sie, oder wenigstens manche von ihnen, sich unter ähnlichen Voraussetzungen ebenso schlecht verhalten hätten wie die Deutschen und sich deshalb nicht in der gleichen Weise schuldig gemacht haben wie sie. Viele Menschen haben sich während des Dritten Reiches moralisch schuldig gemacht, das steht vollkommen außer Frage. Aber sie konnten sich nur deswegen schuldig machen, weil sie überhaupt in einer Zeit lebten, in der diese Gefahr bestand, sich moralisch schuldig zu machen. Wir verurteilen diejenigen Deutschen, die Bücher verbrannt und Juden ausgeliefert haben, und das vollkommen zu Recht, denn das, was sie getan haben, ist moralisch verwerflich. Und wir verurteilen nicht diejenigen Amerikaner, die in der gleichen Zeit lebten und diese Dinge nicht getan haben. Wir beziehen in unser Urteil aber nicht mit ein, was diese Amerikaner wohl getan hätten, wenn sie in einer ähnlichen Situation gewesen wären. Und auch umgekehrt können wir sagen, wir fühlen uns heutzutage vielleicht den Deutschen im Dritten Reich moralisch überlegen, weil wir nie getan haben, was sie getan haben. Wir haben niemals Menschen in Konzentrationslager gesperrt, wir haben niemals Bücher verbrannt und so weiter und so fort. Die haben das schon gemacht, deswegen können wir sagen, wir sind moralisch besser als die. Aber wir basieren unser Urteil natürlich auf dem, was wir getan haben und auf dem, was diese anderen Menschen getan haben. Aber wir stellen uns nicht die Frage, was wir getan hätten, wenn wir in vergleichbaren Umständen gelebt hätten. Warum nicht? Weil wir unser Urteil nur auf dem basieren, was de facto der Fall ist, was de facto passiert ist und was de facto Menschen getan haben oder nicht getan haben. Unser Urteil basiert auf dem, was tatsächlich passiert ist. Aber was tatsächlich passiert ist, und das ist der Punkt, auf den Nagel an der Stelle hinaus möchte, was tatsächlich passiert ist, ist bedingt durch Umstände, die sich mal wieder unserer eigenen Kontrolle entziehen. Das Ergebnis der ganzen Überlegung? Ein Mensch kann nur für das, was er begeht, moralisch verantwortlich sein. Aber was er begeht, resultiert aus sehr vielen Umständen, für die er nichts kann. Mithin kann er moralisch nichts für das, wofür er sowohl etwas kann, als auch nichts kann. Das ist nicht irgendeine Kontradiktion, sondern es handelt sich tatsächlich um eine echte Paradoxie. Das Ergebnis lautet also, unser moralisches Werten ist paradox. Was das jetzt genau heißt, welche Konsequenzen das für uns und unsere Moralität hat und was das Ganze auch noch mit Subjektivität und Objektivität zu tun hat, darüber müssen wir dann beim nächsten Mal reden.